Ja, ein weiterer Tag hier im Altmühltal. Ja, ich bin ja heute nochmal hier in Dollenstein unterwegs. Ja, eine schöne, nette, kleine Stadt sich zum Angucken. Und von hier will ich mal noch so eine kleine Runde drehen. Und zwar sind hier noch so ein paar Trockenhänge, wo es einen Wanderweg rundherum gibt. Ja, die werde ich mir jetzt mal angucken und mal gucken, wie schön die sind. Und wenn du Lust hast, wieder mitzukommen, ja, dann bleib einfach dran und viel Spaß mit diesem Video. Ja, das sind jetzt diese Trockenhänge. Ja, sieht schon mal interessant aus. Ja, das hat schon was. Hatte ich mir gar nicht so schön vorgestellt. So, ich muss, glaube ich, immer den Weg 0 gehen. So, ich habe hier noch mal so eine schöne Sonnenbank gefunden. Ja, richtig gut hier sich zu sonnen. Und noch einen schönen Blick hier auf Dollenstein. Jo, gefällt mir. Ja, dieser Rundwanderweg. Der geht einmal zur Hälfte oben lang und einmal zur Hälfte unten lang. Ich bin jetzt gerade hier so ein bisschen am Aufsteigen und gehe jetzt erstmal oben lang und das meiste nachher noch auf dem Rückweg unten lang. Ich bin jetzt noch einmal so ein bisschen stehen geblieben. Ja, man muss einfach die Aussicht genießen und nicht so schnell durch die Landschaft rennen. Ja, zurzeit ist das hier unter mir jetzt nicht das Allerbeste. Da brauchen wir wieder mal gutes Schuhwerk, weil alles noch nass ist. Ich hätte hier eigentlich gedacht, dass der obere Weg so oberhalb mit Aussicht ist. Nee. Das meiste ist jetzt hier bis jetzt immer dunkler Wald gewesen. Ja, also hier ist man wirklich sehr sonnengeschützt. Ja, eben auch noch so eine gewisse Erholung. Ja, jetzt gehe ich schon wieder den Berg runter. Ja, und dann geht es dann gleich wieder den Weg unten rum zurück. So, an der Kapelle, das war das Ende. Jetzt geht es nämlich hier unten lang wieder zurück. Ja, die Bank an der Kapelle war leider jetzt belegt.
Ich hoffe, dass noch eine findet. Ich wollte nämlich noch ein kleines Päuschen machen. So, sollte ich jetzt Glück haben? Ja, ich habe Glück. Auch wenn es in der Sonne ist. Ist mir jetzt eigentlich egal. So, jetzt mache ich mal noch eine kleine Bierpause, bevor es nämlich ganz warm ist, das Bier. Es schäumt schon mächtig. So, zum Wohl. Ja, es ist heute wirklich ein schöner, warmer Tag. Gefällt mir. Ich glaube, das wird jetzt langsam wärmer. Heute ist ja übrigens auch der 1. Mai. Ja, es sind heute sehr viele Leute unterwegs, aber es hält sich noch in Grenzen, finde ich, für den 1. Mai. Habe ich mir eigentlich schlimmer vorgestellt. Vor allen Dingen, ich bin erst mittags um 12 Uhr los. Man hat ja am Anfang die Glocken läuten hören, da war es genau um 12 Uhr. Ja, hier hat man wirklich noch einmal einen richtig schönen Blick hier zur Altmühl runter. Da unten ist sogar ein Schlauchboot, wie ich gerade sehe. Das bewegt sich gar nicht. Ich glaube, die haben geankert, ob das mal erlaubt ist. Ja, in ca. 300 Metern geht auch dieser Weg hier wieder zu Ende. Ja, dann geht es noch wieder nach Dollenstein rein und dann habe ich es schon erlebt für heute. So, mehr gibt es dann heute auch gar nicht mehr. Dann macht's erstmal gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.